worden, ermordet. Ermordet? Ich bin mit meinem Wagen über die Messer der Tore gekommen. In der Ferne sah ich etwas. Ich beobachtete sie durch mein Fernglas und sah, dass sie Kriegsfahrt. Es ist so schön, mein Bruder.
dich wiederzusehen. Du bist lange nicht mehr bei den Apachen gewesen. Viele Winter sind seit dem Tode Rivanas vergangen. Bin ich oft versucht, den Spuren des Mörders zu folgen. Er hat überall im Süden und Westen gesucht. Manchmal war ich sicher, ganz nah hinter dem Mann zu sein, der sich vom Philippe nannte. Nicht. Dann musste ich die Suche nach Ivanas Mörder aufgeben. Aufgeben, warum? Weiß. Immer mehr weiße Männer drangen in das Land des roten Mannes ein. Sie suchten Gold, sie suchten Öl, vor allem aber wollten sie in der Land. Wir wissen, dass die Bleifische Öl brauchen. Und die uns fragten, durften unsere Ölfelder ausbeuten. Aber immer mehr Weiße kamen, die uns nicht fragten. Sie drangen in die Gebiete der Wakatschen, der Navajo, der Comanchen ein, töteten das Wild, zerstörten unser Land. Auf diesem Grunde rief viele zu den Kicking Horse und ihre Wolfs zum Weißen Vater nach Washington. Und hat er das erreicht? Es war schwer, die Bleichgesichter vom Rest des großen Mannes zu überzeugen. Sie glauben, dass wir immer wieder sinnlos das Kriegsfall ausraten. Ich befürchte, Sie werden bald wieder in Ihrem Vorurteil gestärkt werden. Ihr habt die niemals sagen, dass Kriegsfall ausgegangen. Sie sagen, dass Apachen ihre Krieger getötet haben. Das ist unmöglich. Die Apachen werden niemals ohne Kriegskrieger lassen, die uns töten. Sie sind ihre Feinde. Ich weiß es. Aber Sie haben einen neuen Häuptling. Arano. Arano? Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Er ist auch kein Zivilwolf. Er ist ein Weißer. Weißer? Ja. Und er findet ja Zivilwolf auf einen gefährlichen Weg, wie du tust. Ich will Ihnen erklären, dass die Apachen weiter ihre Feinde sind. Mein Bruder Adam und meine Mutter wollte zusammen auf mich warten. Wir werden von dort zusammen zum Dorf der Apachen reisen. Wir beide haben zusammen, Seite an Seite, gegen die Ungerechtigkeit gekämpft. Die Apachen waren immer die beste Freunde der Assiniboines. Und seit 10 Jahren verfolgt Winnetou den Mörder Rivanas. Rivana, eure Schwester, die Tochter des großen Tatatunga, Häuptling der Assiniboines. Rivana, die Winnetou liebte, und nie vergessen wir. Warum, Herr Matthäus, sollten die Apachen die Feinde der Assiniboines werden? Warum? Aber sie haben doch die Krieger der Assiniboines getötet. Wer hat das gesagt? Farano, unser Häuptling. Farano. Aber wer ist Farano? Ein Weißer. Ein guter oder böser, ich weiß es nicht. Aber haben meine roten Brüder überlebt?
dass dieser Mann Sie ins Verderben führt. Haben Sie das überlegt, bevor Sie ihn zum Häuptling helfen? Sag mir. Hat er das überlegt? Vielleicht hat er vorher. Vielleicht haben die Athenibold vor allem geahnt. Parano! Ich habe ihn am Überflug gefunden. Wer ist dieser Mann? Ich bin Winnetou. Der Häuptling der Apachen. Winnetou? Der Freund und Blutbruder aus Hedderhemd? Was willst du hier? Es wird befrieden, Farano. Das kann nur ein Irrtum sein. Sieht so der Friede der Apachen aus? Winnetou möge auf unseren Augen verschwinden. Meine Brüder! Wenn er zum Möge das Lager der Athenibald fallen kann, wenn er es noch einmal betritt, wird er am Mann erfasst. Ich werde gehen. Wer ist denn das? So ein Fänkelschalber. Such dir nach außen in die anderen Gräber. Goodbye! Sag mal, du bist sicher Ellen. Ja. Du bist deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich kenne ihn gut. Ich weiß. Er hat dich von uns erzählt. Hoffentlich Gutes. Aber erst nehmt doch mal Platz. Das glaube ich euch an dich. Ein Bier? Aber gern. Übrigens, ich soll dich von Winnetou grüßen. Winnetou? Wie hast du ihn getroffen? Ja, und ich denke, es wird gar nicht mehr lange dauern, bis er hier ist. Ja, Indiana, sie kommen auf die Bolzen. Ja, die erkennen das nicht. Er scheint nach Winnetou zu sein. Das war Kriegsmann. Das bedeutet Gefahr, sie greifen die Fahrmann. Aber warum denn? Wir leben doch seit Jahren in Frieden. Ich denke, das ist später. Hat die genügend Waffen und Munition? Ich denke schon. Gut, dann schaffst du ihn raus. Und geschossen wird er auf mein Kommando. Das verhält die letzte Minute. Aber wo sind deine Krieger?
Von Satan hat Winnetou selbst gelernt, dass List manchmal besser sein kann als viele tapfere Krieger. Helen? Helen! Winnetou freut sich, die kleine Tochter Rivanas wiederzusehen.